Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Lemming Wanze, und ich heiße euch heute alle wieder herzlichst willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen und mal gucken, was sie so auf dem Kasten hat. Als ich jetzt gerade eben da war, habe ich gedacht, ich glaube, mein Schwein pfeift, als ich das gesehen habe. Weil nämlich in dem Moment, ich habe echt gedacht, das ist jetzt ein Scherz, aber es ist kein Scherz. Hawk, der Hirnlose. Nice. Danny, hast du dir den geklaut? Ich glaube, es hackt, Junge. Das ist ja unglaublich, er hat sich echt Hawk den Hirnlosen gegeiert. Eieiei. Für alle, die es nicht wissen, Hawk der Hirnlose ist so zeitweilig eigentlich so mein stärkster Kämpfer gerade. Ein Uruk schlechter auf jeden Fall. Und macht vor allen Dingen was her durch seine pure Aggression. Und er ist hirnlos, also der greift halt ohne Sinn und Verstand an, einfach alles. Dann hat er Ogbur Leichenhäcksler, das ist ja so, glaube ich, so das. Das war jetzt hier so das Steckenpferd von Danny. Er hat ja gesagt, er möchte eine komplette Festung mit Ogbur Leichenhäcksler machen. Und er hat sich dann aber überlegt, okay, um der Lemmingwanze nochmal richtig in die Suppe zu spucken, tue ich nochmal Hawk den Hirnlosen oben draufsetzen. Was sehr geil ist, der hat, glaub, ey, leckt mich am Arsch, ich glaube, ich sehe gerade. Der hat ja die komplette Festung mit dem. Ey, das gibt's doch nicht, der hat die komplette Festung mit dem voll gemacht. Nur fürs Protokoll, Ogbur Leichenhäcksler war auch eine Kreation von mir. Leider, 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 er hatte viel Potenzial. Leider, leider, leider ist da ein bisschen die Verrücktheit bei dem durchgekommen. Und ja. Oi, Entschuldigung. Ich hätte es mir ja gewünscht, wenn er dann durch Feuer irgendwann gestorben wäre und dann als Flamme des Krieges zurückgekommen wäre. Dann wäre er natürlich ein bisschen besser geworden, aber man kann leider nicht alles haben. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir jetzt hier machen. Ne? Weil, so ja nun nett, ne? Wir haben jetzt hier ein bisschen. Ja, lass mich mal kurz schauen, dass wir jetzt hier auch mal ein bisschen. Eigentlich ist Uckbuck eigentlich so die bessere Variante, ne? Warum? Weil Uckbuck ein Champion ist, glaube ich sogar. Uckbuck ist, glaube ich, sogar ein Champion. Und, ich möchte jetzt hier nicht mit Lappen angreifen, wenn ich ganz ehrlich bin. Bruce ist. Ein lebender Bruce, das ist schon mal ganz gut, den auf seiner Seite zu haben. Jetzt gucken wir mal wegen den Todesknochen. Alter Leute, ey, das. Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich jetzt gerade hier ein bisschen wieder meine Uruks aussuchen muss, aber es bleibt mir gerade nichts anderes übrig, weil. Ah, perfekt, da ist noch ein Bruce. Das ist okay. Ich muss sie jetzt ein bisschen mehr davon nehmen, weil ansonsten sind wir hier mies am Arsch, ne? Oh, Benno, die Bestie. Gehe ich hier auf die Orlocks? Soll ich auf die Orlocks gehen? Warum eigentlich nicht? Ja, komm, ich gehe auf die Orlocks. Dann haben wir jetzt hier ein paar viele Orlocks, aber dann passt das alles so. Dann denke ich, kann auch direkt loslegen. Let's go. So, da stehen wir nun vor der Festung und ich bin gespannt auf jeden Fall, weil wir werden jetzt hier gegen eine Armee antreten. Vor allem, wir werden jetzt gegen Hawk den Hirnlosen kämpfen. Das ist, ey, da brat mir doch einer einen Storch. Du willst mich doch verarschen, Junge! Der hat echt. Geil, er hat doch. Ey, also Danny, du bist frech, Junge. Du bist wirklich frech. Er hat nochmal doppelt. Er hat dreifach Hawk den Hirnlosen hier reingeballert. Warum finde ich das geil? Weil es sich dabei um Uruks von mir handelt. Und er jetzt hier mit meinen eigenen Uruks. Man muss es sich mal vorstellen. Er will mich mit meinen eigenen Uruks platt machen. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Da ist ein Unbekannter. Schäm dich, Danny. Aber wie krank ist das bitte? Wie krank ist das bitte? Ich komme mir vor wie der letzte Vollidiot gerade, wirklich. Ohne Scheiß. Ich greife gerade diese Festung an und ich denke mir, Alter, Alter, ich bin am Arsch. Ich bin mies am Arsch. So, jetzt schießen wir die erstmal hier diese ab. Ich weiß gar nicht, obwohl es eigentlich eher durch Feuer verletzt war, ne? Ah, das ist kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Ich habe ja meinen wohlbekannten. Ich meine, ich habe, obwohl nicht dasselbe. Das ist das.
Ja, genau das meine ich. Das sind Hirnlose, Danny. Warum zum Geier hast du so viele von diesen Wahnsinnigen hier reingehauen? Und ich meine, das ist eine komplette Festung. Die sind alle gestört, die hier drin sind. Und das meine ich diesmal nicht einfach nur so zum Spaß, weil ich meine, dass die einfach nur Pläde sind. Nein, die sind komplett durch. Guck mal hier, der wusste gar nicht, dass er tot ist. So dämlich ist der. Die verlieren auch im Schach gegen den Huhn. Stechen wir erstmal einen hier von oben ab. Oder auch nicht. Leck mich doch am Arsch, du miese Sau. Den Scheiß darf ich mir jetzt bestimmt 24 Mal anhören. Obwohl, nee, 21 sind sie ja insgesamt. Und dann müssen wir wieder drei abziehen, weil wir nämlich gegen drei Hork der Hirnlose antreten. Und jetzt genug mit dem klug Gescheiße. Wir müssen jetzt hier töten. So, den haben wir schon mal wenigstens fast den einen Punkt erobert. Halt die Fresse, Ogbur! Der hätte echt eine geile Flamme des Krieges abgegeben. Also wenn ihr Ogbur Leichenhäcksler wollt, hier bei Danny, bedient euch. Das ist ja unglaublich, ey. Das ist unfassbar. Also da muss ich echt mal sagen, Hut ab für diese... du musst mal überlegen, der Danny, der hat jetzt musste er erstmal gucken, wie er an mich rankommt, dann gibt's den ja auch nicht so oft, den Ogbur. Und dann ist er auch noch limitiert worden, weil er gestorben ist. Also, mit sehr, sehr viel Liebe. So. Den nächsten gekillt durch eine Schleichtötung. Gespannt, wie wir das jetzt hier meistern wollen, weil geil, so geht das also. Ich reite einen Karagor und ihr euch pisse ich ins Ohr und ins Auge. Was geht denn jetzt ab? Hör auf, meinen Karagor umzubringen. Ich bin jetzt mal richtig gemein kurz und mach etwas, was ein bisschen Feigling-Methode ist, aber... Oh, auch nicht schlecht. Da, so viel zu meinen... Oh, leck mich doch am Morschel, ey! Scheiße! Jo, geh doch mal weg! Bist du gestört, Mann? Also, dass der tot ist, das hätte ich jetzt auch schon von vornherein sagen können. Hat man mehr Leben gehabt. Leute, passt auf, der Bremen mich umbringt. Scheiße. Wie schwierig kann es sein, drei Uruks umzubringen? Ja, bitte. Fress das, ihr Arschgeigen! Haha, in die Eier! Oh, Scheißdreck. Also ich sag euch jetzt, nach dem Tag kann ich dieses Geräusch nicht mehr hören. Was ist mit euch los? Da drüben spielt die Musik. Halt's Maul. Weil ihr eure Kameraden zurücklasst. Das mache eigentlich nur ich. Vorsicht! Scheiße. Jetzt ist echt die Taktik, da echt nicht mehr mit denen zu schwätzen, weil die mir auf die Eier gehen.
Wo sind die ganzen Brews hin? Was geht ab? Jawohl. Was eine Klonarmee, ey. Haha! Oh, cool. Kämpfen. Komm, halt's Maul. Ja, und by the way, die Liste ist lang mittlerweile, danke dafür. Ich musste natürlich jetzt ein bisschen, ich werde jetzt versuchen, die Liste so gut es geht abzuarbeiten. Ja. Und natürlich, jetzt natürlich auch mehr den Discord-Server mit einbeziehen, weil das hat ein bisschen gelitten, was mir sehr, sehr leid tut, Leute. Und, aber ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Möglichstes. Und ja. Wie gesagt. Wenn dann alle Festungen dran war, also wird es wahrscheinlich niemals der Fall sein, aber ich bin froh, dass es immer noch so, dass es immer noch viele gibt, die Festungen reinschicken. Macht es auch gerne weiter. Natürlich müsst ihr mit ein bisschen Wartezeit rechnen. Ich weiß, dass manche vielleicht sogar ganz schön vergessen haben. Was ist denn jetzt passiert? Wieso ist der verblutet? Wollt ihr mich verarschen, ey? Oh, nicht schlecht, ey. Mein Gott. Was ein Haufen Waschlappen, ey. Was ein Haufen Waschlappen. Aber es tut mir aber manchmal leid, wenn ich dann, wenn manchmal ich einfach manche Nachrichten gar nicht sehe, ja, weil es kommen immer mehr rein, immer mehr, immer neue und manchmal habe ich auch echt, boah, da ist es schwierig dann halt noch zu antworten, dann in dem Moment, weil, wie gesagt, ich muss halt auch noch arbeiten. Und dann hat man natürlich auch noch manchmal andere Verpflichtungen. Und wie gesagt, ich bin halt weit, weit, weit davon entfernt und auch eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich das auch nicht, dass YouTube, sag ich jetzt mal, so zur Arbeit von mir würde, weil es ist ein Hobby von mir und ich habe auch nicht die Leck mich doch am Ämmel, was soll denn der Scheiß? Jawohl, jetzt haben wir wenigstens den noch mal retten können. Headshot. Junge, diese Festung, die geht so zur Sache. Ich finde es schon geil irgendwie. Ist halt übermäßig schwierig, aber weil es ist halt auch ein etwas bekannterer Gegner von mir. Natürlich in den Online-Eroberungen ist Ogur Leichenhexler, glaube ich, nicht so anzutreffen, aber hey, was soll's. Hi, alles cool. Moment schon mal hier. Ich finde es natürlich auch geil, dass hier Ogbur nicht immer nur mit Fluchwaffen rumrennt, sondern auch mit bisschen Feuer, bisschen Gift und so einer Scheiße. Ich glaube, Gift gar nicht, aber dass sich hier Fluch und Gift abwechselt. Aber ich glaube, das hat der Danny auch nur gemacht, damit er, weil er weiß, dass ich diese beiden Fähigkeiten mehr als alles andere verabscheue. Weil gegen Feuer ist der Talion praktisch immun mittlerweile. Was willst du denn? Jawohl, erstmal kriege ich ein paar Äxte abgeschmissen. Reingezimmert hier. Ich will nicht. Ey. Ihr kotzt doch auch, wenn ihr 20 Mal dasselbe hört, oder?
Ach ja. By the way, ich werde auch weiterhin mit weitermachen, natürlich auch mit Lego Star Wars. Dass es auch nicht verloren geht, wird jetzt nicht das Hauptthema auf meinem Kanal sein, aber ich werde es auch weiter, ich werde es weiterhin machen. Und ja, es stehen auch einige coole neue Spiele ins Haus bald. Und die wollen natürlich auch gezockt werden. Und abgestochen. Okay, alles klar. Halt's Maul! Oh, scheiße. Meine Fresse. Aufstehen, weiter kämpfen. Sollst du auch nicht. Und jetzt kämpf gefälligst für mich weiter. Okay, läuft. Nice. So. Das ist so geil, so aus der Luft einen abzumurksen, finde ich cool. Das mochte ich schon bei Assassin's Creed. Kopftreffer, Headshot. Nice one. Fallt, ihr Maden. Also, nicht meine, der Gegner, also. Ihr wisst, was ich meine. So. Heute hatte ich auch wieder einen guten Kill-Count, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Geht ab. Okay. So ist das doch gut. Hi. Unfassbar. Unglaublich, was ein neuer Dialog. Wunderschön. Jetzt gibt es nur noch einen, auf den wir drauf gehen müssen, und das ist der da. Ansonsten waren die alle zu blöd zum Abhauen. Autsch, hab Kopfnuss gekriegt. Yo, was ging ab? Mann, bringt den doch um! Scheiße! So ein Dreck nochmal, bringt den doch mal um! Jetzt hat er es endlich hinter sich. Na, endlich habt ihr den gekillt. Was ist denn falsch? Meine Fresse. Ist lange her eigentlich, wo wir einen Banditen des Stamm bekämpft haben, ne? Fällt mir gerade so auf.
Zitronensalz ist nice. Hi Hawk, alles fit? Das hätte ich nicht besser sagen können. Das ist jetzt echt strange, gegen dich zu kämpfen, aber was soll's? Also, ich gehe mal eh davon stark aus, dass die sich über kurz oder lang gegenseitig angreifen werden, weil Hawk ist einfach Hawk und wenn Hawk auf irgendwas einschlägt, dann kann es auch mal sein, dass er auf sich selbst einschlägt. Das ist gut, wenn du bei mir bist, aber jetzt geht es in erster Linie darum, Hawk eine reinzuwirken und zwar volle Möhre. Und dafür zu sorgen, dass der ausrastet. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Das ist so krank, ey. Wir haben es hier einfach mal mit dreimal Hawk zu tun. Aber heute kann ich beweisen, dass ich stärker bin wie Hawk. Und jederzeit besiegen könnte. Jetzt so verdammt viel aushalten wird. Scheiße, dankeschön, Hawk. Nice one. Ich erwarte nicht, dass mein Leibwächter überlebt, weil der ist einfach nicht stark genug gegen die. Und wenn nicht, habe ich mich getäuscht. Den Oberherrn haben wir jetzt schon ein bisschen geschwächelt. Hey, es geht sogar. Wir schaffen es. Also es ist definitiv ein Ork-Killer. Also Talion kann man schon gut gegen den beikommen. Ja, kann man schon sagen. Vorteil bei Hawk ist, der lernt nicht so richtig. Ja, was will man auch von dem Hirnlosen erwarten, ne? Aua! Bring sie um, diese Schweine! Nice. Es wundert mich, dass die jetzt bis jetzt noch nicht sich gegenseitig umgebracht haben, sondern ziemlich gut zusammenarbeiten, die Drillinge hier. Hier sind gefühlte tausend Dinge drin. So. Jawohl. Und nun fällt auch Hawk endgültig. Also, der Oberherr, ne? Was für uns gut, aber für Danny nicht. Alter, da hinten explodiert noch einer, auch nicht schlecht. Und Hawk, der Hirnlose, wurde besiegt. Sehr geil. Cool. Hat Spaß gemacht. Nice Idee, muss ich echt sagen. Nicht tausende jetzt davon auftauchen, ne? Weil Abwechslung wäre schon schön, ne? Aber das ist eine geile Idee gewesen, muss ich echt sagen. Mal hin und wieder ist das eine coole Sache, eine coole Festungsart. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, bis dann, macht's gut, euer Lenny.